kommen wir zum letzten Referat dieser ersten Session von Dr. Dieter Breil, Chefarzt Akutgeriatrie im Felix-Batter-Spital, mit auch einem sehr relevanten Thema in der Praxis, Schmerztherapie im Alter. Vielen Dank, Dieter. Danke, Stefano. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schmerztherapie im Alter. Wir werden gleich über medikamentöse Optionen bei chronischen Schmerzen im Alter sprechen. Aber ich möchte einmal gesagt haben, mindestens flankierend ebenso wichtig sind natürlich die nicht medikamentösen Maßnahmen. Schmerz lähmt, Kampfansage, Bewegung. Also die Leute aus den Betten holen. Rollende Steine setzen kein Moos an, sagt man, oder? Die Rolling Stones haben das klassisch bewiesen. Gut, Charlie Watts ist letztes Jahr 80-jährig gestorben. Aber ich denke, Moos hat da keine Rolle gespielt. Und was ich auch nicht schätze, sind Schmerztagebücher. Das wollen wir nicht. Fokus auf Bewegung. Wenn überhaupt, Aktivitätstagebücher führen, die sind auch viel kürzer zum Lesen. Und dann noch ein Punkt. Psychologische Maßnahmen ganz entscheidend. Entspannungstechniken für alle, die das erlernen wollen. Nicht jeder ist gleich geeignet. Und die Angehörigen ins Boot holen. Das hilft viel Ärger ersparen. Und zuletzt noch, Sie sind vielleicht der fünfte Hausarzt, der jetzt endlich helfen soll. Also formulieren Sie ein realistisch erwartbares Ziel oder ein Etappenziel bei der Schmerztherapie, weil Schmerztherapie ist ganz sicher nicht eine Knopfdruckmedizin. So, und jetzt nach diesem Präludium sitzt bei Ihnen im Wartezimmer eine wohlbekannte Patientin, die Frau Dolores, eine resolute Spanierin, 1,61 groß, 84 Kilogramm schwer, das sind ihre Diagnosen. Die Lumboischialgie, die hat sie seit Jahren, eine Osteoporose im Frakturstadium, sie hat viermal geboren, alles keine Mangelgeburten, sie hat eine Stressinkontinenz, hat immer wieder HWIs, hat auch schon Pyelonephritiden gehabt, Kreatinin immer noch so in der Range. Und sie ist etwas depressiv, weil sie, wie viele über 60, ein MCI diagnostiziert bekommen hat und deswegen hat sie Seropram. Das Hyperifors, ein Johanniskrautpräparat, das holt sie sich selber in der Apotheke. Und jetzt, wenn diese Lumboischialgie auf Tafalgan, die ist sie wie Sugus eigentlich nicht anspricht, dann nimmt sie Novalgin, das haben Sie ihr in der Reserve gegeben, aber sie bedient sich auch beim Gatten mit einem COX-2-Hämmer, Arcoxia. Und jetzt vor allem war sie bei einer Freundin und die hat gesagt, Tramadol ist der Beste. Und Sie sagen sich, okay, ja, da mache ich nicht lange, ich gebe Tramadol. Ihr wisst ja, der Wille des Patienten, der wird nicht selten höher eingeschätzt wie sein Wohl. Und da haben wir bereits die Quittung. Zwei Tage später ruft der Herr Dolores an in der Praxis. In Anwesenheit seiner Frau ist er nie ein Mann der großen Worte, aber jetzt ist er nervös und sagt, bitte kommen Sie, meine Frau hat Muskelzuckungen am linken Bein und sie verkennt mich als Hausmeister. Warum auch immer, oder? Aber sie gehen sofort auf Hausbesuch, weil das letzte Mal sind sie überhäuft mit Töpperwehr nach Hause, mit Chorizo, Oliven und Pulpite. Und sie gehen zu ihr und diesmal wird es anders. Sie finden eine wirklich tachykarde, hypertone Patientin, schweißig, vegetativ im Bett, subfebril, die Flankenschmerzen links,
die hat sie immer mal wegen ihrer Lumboischialgie. Und sie hat aber jetzt neu ganz klar, nicht nur am linken Bein, sie hat diffuse Muskelfaszikulationen, sie hat einen Tremor, Hyperreflexie, sie ist desorientiert und hyperventiliert. Jetzt, da alle, die mich kennen, wissen, diese Kasuistik, die bringe ich, wenn immer ich kann, ist es eine akute Gastritis, immerhin hat sie Allendron, sie nimmt einen COX-2-Hemmer, Novalgin, Dafalgan und sie hat keinen PPI, weil sie bekommt Kopfschmerzen oder vom PPI. Ist es eine Arzneimittelinteraktion oder ist es nach zwei Tagen ein opioidgetriggertes Delir bei einer Patientin, die eine kognitive Beeinträchtigung hat? Ich löse es rasch auf, es ist klar, die Dame hat zu viel Glückshormon erwischt. Und zum Überlaufen hat das Fass gebracht Tramadol. Das ist nämlich eine sehr serotonerge und auch noradrenerge Substanz. Das Seropram hatte sie schon. Hyperiphos, Johanniskraut, was ist das? Ein unter anderem ein SSRI und ein CYP3A4-Induktor. Das wird nie erwähnt, man kauft es einfach in der Drogerie. Aber ich fände es schön, wenn man so ein oft als zentral verkanntes klinisches Bild erkennt. Das ist diese neuromuskuläre und neurovegetative Symptomatik, die da übereinander liegt. Eigentlich, wenn man dann das Agens, das SSRI stoppt, kommt es sehr rasch zu einer selbstlimitierenden Heilung, aber es kann potenziell auch lebensbedrohlich werden. Und ihr wisst, SSRI oder Serotonin, will ich sagen, hat es übrigens zum Beispiel in über 70%iger Schocki, hat es sehr viel Serotonin, aber auch in Kiwi, Tomaten, Nüssen, Bananen, das wisst ihr alle besser. Jedenfalls für mich wichtig, das Serotonin-Syndrom nimmt klinisch zu, wegen der Polypharmazie einerseits und andererseits wegen den fast epidemisch verordneten SSRIs. So nach dem Motto, willst du heute glücklich sein, schluck doch schnell ein Sertralin. Und jetzt schauen wir ganz kurz auf dieses WHO-Schmerzstufenschema. Steinalt, haben wir schon im Studium gelernt. In den 80er Jahren konzipiert für Tumorpatienten, für Krebspatienten, vermittelt aber auch heute noch ein strukturiertes Vorgehen, wenn eine Dosiseskalation ansteht. Und früher hat man nach Schmerzintensität die Wahl der Medikamente gestaltet, heute machen wir das nach Schmerzmechanismus. Im Alter ist leider dieser schwierige Schmerz, der neuropathische Schmerz, bei den neurodegenerativen Erkrankungen fast immer mit dabei. Und wir sehen in der Stufe 1, da sind die Nicht-Opioid-Analgetika oder auch Co-Analgetika, die kann man mit allen Stufen kombinieren, beispielsweise Antidepressiva und Antikonvulsiva, super. Primär für eine andere Indikation beeinflussen aber die Schmerzentstehung und Weiterleitung und sind deshalb absolut hilfreich beim neuropathischen Schmerz, helfen auch Opioiddosen zu senken. Ganz kurz, Paracetamol, kennt jeder, ist ein super Basisanalgetikum, gut verträglich, aber eigentlich relativ wenig effektiv. Für mich wichtig im Alter, die Dosis-Wirkungskurve ist flach. Ob ich 4x500 oder 4x1 Gramm gebe, das ist ein geringer Zusatznutzen. Aber bei den alten atrophen Magen oder Mägen kann es sein, dass ab 3 Gramm bereits gastrointestinale Probleme auftreten. NSAR und COX-2-Hemmer, also wirklich eine tolle, hilfreiche Medikamentengruppe.
toll antiphlogistisch bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, Gicht, Tendopathien, posttraumatisch, postoperativ oder der Zahnarzt gibt es auch gerne. Aber aufgrund des nicht unerheblichen Nebenwirkungsprofils sind sie halt im Alter eigentlich nicht mehr empfohlen. Wir können so sagen, ein NSAR und ein PPI zusammen halbiert das gastrointestinale Risiko auf das Niveau der Coxibe. Wir wissen auch, dass die Nierenfunktion, also die Nierendurchblutung gedrosselt wird und das regt natürlich das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System an. Was dann aber vielleicht ein bisschen weniger bekannt ist, ist die Tatsache, dass wir auch ein kardiales Risiko haben mit dieser Medikamentengruppe. Wir können nämlich einen knapp kardial kompensierten Patienten über Nacht in die manifeste Herzinsuffizienz treiben. Als sogenannt herzschonend werden diverse NSAR erwähnt. Es kommt immer wieder das Naproxen, Proxen, Apranax. Vielleicht nicht zuletzt deshalb, weil es ein NSAR ist, das die COX-1 ähnlich dem ASS lange hemmt. Aber auch hier die gastrointestinale Blutungsbereitschaft ist sehr hoch und deshalb gibt es dieses Medikament ja auch bereits in Kombi mit Esomeprazol. Etwas, was vergessen geht, immer fragen, bevor man NSAR oder ASS gibt, hat jemand Asthma? Es gibt diese Samter-Trias oder der Morbus Vidal, das sind Leute mit Rhinosinusitis, Nasenpolypen, Asthma in der Anamnese und wenn die vielleicht zum ersten Mal ein NSAR nehmen, dann kann es zu einer Asthma-Exazerbation kommen bis zum Status. Und das ist nicht zuletzt deshalb, weil über die NSAR Arachidonsäure liegen bleibt. Die COX verwendet das nicht und die wird dann in Leukotriene umgewandelt und dann haben wir dann braucht es singulär zum Beispiel. Jetzt das Metamizol. Ich weiß, da links sitzt der Stefano Passetti, einiges geschrieben über Metamizol. Ich persönlich finde es natürlich ein phänomenales Analgetikum, insbesondere dann, wenn die NSAR keine Option sind und Opiate schlecht toleriert werden. Aber über Metamizol gibt es immer wieder kontroverse Diskussionen, nicht zu Unrecht, wegen seiner Agranulozytose-Gefahr. Jetzt in USA, Kanada, England, im Norden Europas ist das außer Handel. Sie werden es aber in den Hausapotheken immer wieder finden. Und muss sagen, in Deutschland gehört es einfach zu den am häufigsten verordneten Analgetika. In der Schweiz ist der Verbrauch auch massiv gestiegen. Prima Vista, gute Organverträglichkeit. Aber eigentlich haben wir herzlich wenig Daten über kardiovaskuläre Risiken. Achtung, IV darf man es nicht zu schnell laufen lassen. Da kann es tatsächlich zu schweren Blutdruckabfällen kommen. Man sollte Metamizol auch nicht bei Methotrexat-Patienten, Bactrim-Patienten oder Phenytoin-Patienten geben. All diese Mittel, die eben Agranulozytose fördern. Das Interessante ist, die Hälfte der Agranulozytose tritt eigentlich in der ersten Therapiewoche auf. Da lohnt es sich vielleicht mal ein Blutbild zu machen. Und vor allem, wenn man sich entscheidet, den Patienten längerfristig mit Metamizol zu behandeln, dann muss man ihn darauf aufmerksam machen, dass wenn er Fieber oder Angina-Symptomatik hat, dass er dann das Metamizol stoppt und einen Arzt aufsucht. Jetzt komme ich nach Herrn Rüegg, wird es jetzt für mich ein bisschen peinlich, aber es ist halt so. Beim neuropathischen Schmerz sind wir sehr oft verzweifelt und die First-Line-Medikation ist einfach für uns am besten Antidepressiva und Antikonvulsiva. Die Antidepressiva, die wirken mit und ohne Depression. Es ist also nicht der antidepressive Effekt, der die Analgesie macht, sondern es ist die Schmerzmodulation speziell
über Noradrenalin auf Stufe Rückenmark die weitere Schmerzafferenzen blockiert, dass die nicht über den Tractus spinothalamicus und reticularis zum Thalamus hoch können. Und da werdet ihr wieder auf die alten Trizyklika treffen. Ich sage jetzt nicht die guten alten, weil sie sind anticholinerg und sie fördern den Sturz und die Orthostase. Aber ein schlafanstoßendes Tröpfchen, zum Beispiel Trimipramin, 4%ige Lösung, ein Tropfen gleich, 1 Milligramm, kann ich wunderbar auf die Nacht aufdosieren oder auch Sarotin. Natürlich kann ich auch morgens anstelle dessen oder vielleicht in Kombi Cymbalta Duloxetin geben, ein SSRI und Noradrenalin-Reuptake-Hemmer. Und jetzt kommt's, Herr Rüegg. Wir kommen halt manchmal im Wissen, dass Carbamazepin, Tegretol, Timonil, ist ein CYP3A4-Induktor. Das heißt, dieses Medikament sorgt, dass ich bei anderen Medikamenten insuffiziente Spiegel habe. Zum Beispiel bei jungen Frauen, Ovulationshemmer werden zu schnell abgebaut. Das ist jetzt nicht ein Thema in meinem Bereich, aber ich habe polypharmazierte Leute. Aber Gabapentin, Pregabalin, die Calciumkanalblocker, die sind sehr hilfreich. Die setzen wir gerne ein, im Wissen, dass zum Beispiel auch Pregabalin gar nicht so selten Angioödeme machen kann, zum Beispiel auch wenn schon ACE-Hämmer im Spiel sind. Und noch erwähnen möchte ich die topische Therapie, so die Haut intakt ist. Bei postherpetischen neurogenen Schmerzen ist natürlich der gute alte Chili-Pfeffer, oder? Chili con carne da, das Capsaicin, das ist gemahlene Chili. Das ist phänomenal, das ist ein Vanilloid-Agonist. Sie kennen es vielleicht von diesen extremen Pflastern, Cutenza, 8% Capsaicin. Aber es gibt es eben auch als Emulsion. Sehr gut wirksam und praktisch keine systemischen Nebenwirkungen. So, und jetzt nochmal schnell zurück zu diesem WHO-Schema. Wenn die erste Stufe ungenügend ist, dann wechseln wir in der Altersmedizin gerne direkt zu den Stufe 3 Opioiden. Erstens, Stufe 3 Opioide sind tiefdosiert keineswegs den Stufe 2 Opioiden unterlegen, im Gegenteil. Und zweitens, wenn eine Dosissteigerung ansteht, dann muss ich keinen erneuten Präparatewechsel machen. Stufe 2 Opioide sind auch Prodrugs. Das heißt, sie müssen demethyliert werden in der Leber, dass sie überhaupt aktiv werden. Ja, das brauchen meine gestauten, verfetteten, polypharmazierten Alterslebern nicht. Die wollen fixfertige Präparate. Übrigens Tilidin, Valeron, das habt ihr bis zum letzten Winter auf der Skipiste vom Patrouilleur erhalten. Das ist seit Januar eigentlich nicht mehr im Handel. Noch etwas, sie werden, vor allem Tramadol und Codein, werden über CYP2D6 metabolisiert. Und es gibt genetische Polymorphismen, die dieses CYP2D6 in der Aktivität verändern. Wenn ich jetzt also ein Pur-Metabolizer bin, und das geht bis zu 10%, dann mache ich aus Codein viel zu wenig Morphin. Wenn ich zusätzlich wegen einer Übelkeit noch ein CYP2D6-Inhibitor habe, zum Beispiel Metoclopramid, Primperampaspartin, dann mache ich überhaupt kein Morphin aus Codein. Das bringt es einfach nicht, deshalb überspringen wir das. Jetzt, was bedeutet das für unsere Frau Dolores? Die würde ich sagen, das ist eine individuelle Geschichte, die man ausprobieren will. Wir würden mal das Dafalgan in Neurontin umwandeln. Wir würden wahrscheinlich auch wegen dieser neurogenen Komponente bei der chronischen Lumboischialgie und Osteoporose das Serobram in einen Serotonin- und Noradrenalin-Reuptake-Hemmer umwandeln. Das Cymbalta hat ja den angenehmen Nebeneffekt bei der Frau Dolores, dass es Off-Label-Use
eine Behandlung bei der Stress- und Belastungsinkontinenz ist. Es tonisiert den inneren Sphinkter, den Blasenhals und die Urethra. Also schauen wir mal. Und das Johanniskraut, das mir da die Typ 3A4-Geschichte auch steigert, das könnte man, wenn man will, mit Ginkgo ersetzen. Das ist nämlich bei MCI indiziert. Aber Ginkgo, auch hier wieder, alte Pflanze, 300 Millionen alter Baum, der es bis in unsere Zeit geschafft hat, der hat viele Tricks auf Lager. Ginkgo wirkt blutverdünnend. Zusammen mit NSAR oder SSRI kann es dann mal bluten. Jetzt, bis Neurontin und Cymbalta greift, sollte ich eine Bridging-Analgesie anbieten. Und da bei Frau Dolores die Nierenwerte noch einigermaßen okay sind, könnte man ihr auch das gute alte Morphin anbieten, MST Continuous, und hier die sehr ideale Tropflösung, 2%, auch wieder ein Tropfen, 1 Milligramm. Noch ein kleiner Trick, die Neuroleptanalgesie. Gelegentlich hilft uns das Haloperidol bei der Schmerzbehandlung. Ihr kennt es vielleicht noch, das ist eine anästhesiologische Methode, indem man ein hochpotentes Neuroleptikum, früher Lagaktil, zusammen mit Morphin oder Petidin dem Patienten als Infusion verabreichte. Und dann kam er in einen Zustand psychovegetativer Gleichgültigkeit und hatte eine deutlich erhöhte Schmerztoleranz. Jetzt, wir brauchen natürlich Haloperidol in tiefer Dosis, aber es wirkt antiemetisch, es wirkt analgetisch. Und wenn ein Mensch bereits ein bisschen pfostenschussig, delirant ist, kann es vielleicht auch noch helfen, wieder ein bisschen in den kognitiven Bereich zurückzurutschen. Man muss einfach wissen, was man sich als Nebenwirkungen akquiriert. Allerdings kann ich sagen, extrapyramidalmotorische Störungen treten üblicherweise erst ab etwa 3 Milligramm täglich auf. Und Achtung, Haloperidol überhaupt, typische Neuroleptika sollen nie bei Patienten eingesetzt werden mit Parkinsonismus. Das geht nicht. Die haben schon ein dopaminerges Defizit. Und ihr wisst, typische Neuroleptika, das sind Dopa-Blocker pur. Jetzt, Dosierung im Alter, diesen Spruch kennen wir alle. Start low, go slow, gilt für alles. Aber ist gut, wenn man es einhält, insbesondere bei den Opioiden ist das die beste Antiemese. Ich sage immer, damit die Sprechstunde nicht zur Brechstunde wird, oder? Bitte dosiert die Opiate langsam auf. Und dann ist es noch so, dass man, es heißt immer ein Sechstel, wir geben 10-15% der Tagesdosis kann auf in nicht retardierter Form, bitte nicht alle 4 oder 6 Stunden maximal, bis stündlich gegeben werden. Dann kommt die Frage gelegentlich, darf ich Auto fahren? Nein, offiziell nicht. Fahrtüchtig oder fahrfähig ist man, wenn man 2 Wochen auf einer stabilen Dosis eingestellt ist und sich auch fit fühlt zum Fahren. Noch kurz, wie alle Medikamente haben auch die Opioide ein therapeutisches Fenster. Wir haben gesagt, Übelkeit, das ist eigentlich der Compliance-Killer Nummer 1. Das muss ich erwähnen, dass es das geben kann, dass wir aber etwas dagegen tun können. Den Harnverhalt müssen wir ein bisschen beobachten. Wenn Leute schon x Harnverhalte hatten, dann ist ein Opiat echt gefährlich. Obstipation kennt keine Gewöhnung. Und auch eine hartnäckige Obstipation kann natürlich den Therapieerfolg in Frage stellen. Dann Muskelfaszikulationen. Das ist eigentlich bereits eine Nebenwirkung, die es zu verhindern gilt. Die kommt zustande, wenn wir zu schnell aufdosieren, bei Dehydrierten, bei Opioid-Naiven.
Kognitive Störungen, großes Problem, auch zu beobachten. Das Delir kommt ja immer über die Nacht. Und die Atemdepression, muss ich sagen, haben wir bei den heutigen Präparaten, sehen wir die nicht mehr oft einfach unter Monotherapie mit Opioiden. Das sehen wir am ehesten zusammen mit sedierenden Benzos, Neuroleptika oder Alkohol. Ja, jetzt noch am Schluss, sollen wir rotieren, von welcher Frage machen wir das abhängig, auf ein anderes Opioid? Beispielsweise die Organe verschlechtern sich, die Nebenwirkungen lassen es nicht weiter auftitrieren. Und dann noch ganz kurz, bevor ich rotiere auf ein anderes Opioid, lohnt es sich kurz ein paar Gedanken zu machen. Es ist wie mit den Eiern. Das Straußenei und das Hühnerei, beides sind Eier. Aber nur eines eignet sich zum 3-Minuten-Ei. Und so ist es auch ein bisschen mit den Opioiden. Auf welches wechsle ich in dieser individuellen Situation? Ich habe gesagt, Stufe 2 in der Altersmedizin eigentlich nicht. Diese Frage noch ganz kurz, die kommt recht oft. Kann ich eigentlich generell Peros Analgetika bei Schluck- oder Sondenproblemen auch rektal geben? Weil bei den Kindern und so ist das manchmal noch ganz angenehm. Ja, der Name Analgetika suggeriert ja, dass es anal geht, oder? Analgotia, oder? Und jetzt, nein, das können wir nicht, weil zum Beispiel Targin ist die Kombi von Oxycodon und Naltrexon. Und diese Kombi lebt davon, das Naltrexon besetzt im Darm die Rezeptoren, das Oxy geht durch die Leber in den Kreislauf, dann löst sich das Naltrexon von den Darmrezeptoren, will auch durch die Leber in den Kreislauf, wird aber im First-Pass-Effekt eliminiert. Wenn ich das hinten gebe, ist der First-Pass-Effekt weg und ich habe Naltrexon, das mir das Oxycodon antagonisiert im Kreislauf. Gut. Naltrexon, Finish nach 70 Minuten, aber ist unangenehm, oder? Also es geht nicht alles anal. Dann, gute Wahl ist immer das gute alte Morphinsulfat, so Leber und Niere gut fahren. Bei Niereninsuffizienz wäre Hydromorphon eine gute Wahl. Hydromorphon, Zytochrom unabhängig metabolisiert, inaktive Metabolite, tiefe Plasma-Eiweißbindung, also wenig Interaktionen, aber letztendlich dann doch wieder renal eliminiert. Buprenorphin, Temgesic, Transtec, Top-Mittel bei stabilen chronischen Schmerzzuständen, wird CYP3A4 metabolisiert, wird überwiegend biliär eliminiert. Dieses Drittel, was über die Niere geht, verändert die Pharmakokinetik nicht bei Niereninsuffizienz, hat eine sehr hohe Dosisstabilität, ideal für Menschen, die immer gerne noch mehr und noch mehr Buprenorphin, top, und Dialysepatienten phänomenal, es wird nicht rausdialysiert. Und vierte Wahl Fentanyl. Und natürlich, wenn das Hydromorphon ja vor allem über die Niere geht, dann ist es auch bei Leberinsuffizienz gut. Und jetzt komme ich dann zum Letzten. Wenn wir dann sagen, wir rotieren zum Beispiel jetzt bei Frau Dolores von MST auf Hydromorphon, weil die Niere schlechter geworden ist, dann berechne ich die letzte Gesamttagesdosis, Basis und Reserve. Ich schaue in einer Tabelle, welcher Äquivalenzdosis entspricht das, also welche Dosis von Hydromorphon hat den gleichen analgetischen Effekt. Und dann kommt der springende Punkt, ich reduziere nochmal um 50%, weil es ist davon auszugehen, dass das neue Opioid deutlich besser wirkt. Es gibt nämlich nur eine inkomplette Kreuztoleranz und das Bindungsmuster der Opioide ist verschieden.
Und dann kann ich das geben. Und das lassen wir aus. Das habe ich extra für euch gemacht. Wir haben nur eine Minute noch. Eben, das lasse ich aus. Und deshalb sind wir am Schluss. Perfekt. Aber ich bin wieder der Arme. Ich bin der Letzte, oder? Nein, ist gut. Nein, du bist nicht der Letzte. Du bist der Dritte. Ja. Vielen Dank. Merci. Wir haben eben nur Zeit für eine ganz schnelle Antwort. Beispiel für ein krankenkassenpflichtiges Capsaicin-Produkt. Also das kann man sich immer noch in der Apotheke als Magistralrezept machen lassen. Eine Capsaicin-Lösung, die ich auftragen kann. Aber nochmal, bitte auf intakte Haut. Qtensa möchte ich hier nicht groß propagieren, weil das hat eine ganz aufwendige Anwenderlogistik und ist 8%, macht aber einen reversiblen Funktionsverlust der Schmerzrezeptoren über 3 Monate und kann wiederholt werden. Vielen herzlichen Dank. Danke auch. Merci euch.